Wirklich hallo. Ich muss jetzt mal gucken, wo mein Koffer ist. Aber das allererste, was ich machen musste, war auf Toilette gehen, weil ich habe mir wirklich fast in die Hose gepinkelt. Wir mussten, ich habe überlegt, ob ich noch am Flugzeug, also im Flugzeug gehe. Dann dachte ich aber so, nee, wir landen ja gleich. Dass wir da noch 25 Minuten durch die Luft fliegen, wusste ich natürlich nicht. Wo sind die Koffer von Köln? Cologne 4. Wo ist die 4? Da ist die 4. Jetzt suche ich auf jeden Fall meinen Koffer. Und wenn ich meinen Koffer habe, dann suche ich Nico, also Nitroban. Er hat jetzt auch voll lange auf mich gewartet. Ich sollte eigentlich schon vor einer Stunde ankommen. Bis jetzt habe ich einen sehr guten Eindruck von London, auch wenn meine Ankunft etwas holprig war. Dafür war der Flug sehr, sehr ruhig und das war das Wichtige. Es geht endlich los. Woo. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre mein Koffer. Mein Koffer kommt. Halleluja, 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 Halleluja. Ich sehe Nico, oh mein Gott. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, endlich. Hallo. Hi, geht's? Ja, bin ein bisschen müde, bin seit 3:45 Uhr. Ich bin jetzt angekommen und ich habe Nico auch gefunden. Oh mein Gott, du bist voll out of focus. Ich bin richtig weiß. Hi. Naja, wir warten jetzt gerade hier. Nico hat uns jetzt ein Uber gerufen. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Uber heißt Aga. Wie heißt der? Aga. Dann fahren wir zum Hotel. Wir fahren jetzt noch eine knappe Stunde, weil das so voll in Central London ist. Das ist so 900 Meter von Big Ben oder sowas entfernt, habe ich gestern gesehen. Ja, richtig geil. Ich habe es endlich ins Hotel geschafft und gehe jetzt gerade in mein Zimmer. Oh mein Gott, das geht nicht auf. Hey, es ist auf, es ist auf. Cute. Oh mein Gott, wie süß. Okay, ich bin drin. Das ist so süß. Wow! Wir sind übrigens im The Waldorf Hilton. Mein Zimmer ist so, so süß und schön und richtig so meine Ästhetik, was ich cool finde. Also sieht irgendwie so sehr englisch aus. Ich zeige euch mal eine ganz schnelle Roomtour. Hier kommt man rein und dann ist hier so das Doppelbett, ein riesiges Bett für mich alleine und ein großes Fenster. Ich muss jetzt gleich nochmal rausgucken, das habe ich noch gar nicht gemacht. Hier steht mein Koffer und wie ist mein Blick? Wow! That view is amazing. Okay, nicht der geilste Blick, aber ich gucke da ja eh nicht raus. Ich bin vor allem gar nicht viel hier im Zimmer. Das hier ist das Badezimmer, auch voll süß. Hier ist so eine Badewanne und eine Dusche. Ich denke mal, die Badewanne werde ich jetzt nicht benutzen. Aber ja, das ist mein Zimmer. Und ich bin endlich in London. Das ist so aufregend. Wir haben gerade schon Daniel und Micha getroffen. Und jetzt machen wir uns fertig und dann treffen wir uns gleich in der Lobby. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen, weil wir haben nämlich schon... halb und wir treffen uns um Punkt. Also, let's go! Hello! Hi! Schön, endlich haben wir es geschafft! Soll ich mal reinkommen? Ich hab direkt die Cam an dich erschrecken. Hast du das gleiche Zimmer wie ich? Oh mein Gott! Ja, so ähnlich, ähnlich. Oh mein Gott! Wir sind jetzt bei Nico im Zimmer! Und die ist jetzt auch da. Denn Nico hat einfach so ein Riesenzimmer. Guckt euch das mal bitte an, wie groß dieses Zimmer ist. Einfach für ihn und sein Ego. Okay, wir sind jetzt in der Lobby und hier sind so ganz viele Menschen. Ich habe so ein Ding bekommen, das ist total cool, da steht so Infinity drauf. Und ich bin sehr aufgeregt, wirklich sehr, sehr aufgeregt, weil sonst bin ich nicht so viel unter Menschen. Aber ja, aufregend. Und gleich gehen wir jetzt zu der Location, wo wir Party machen und das wird sehr cool. Ich freue mich sehr. Wir sind jetzt auf dem Weg zu der Location und Nico ist da und Tanja ist da.
Und da hinten sind noch überall Menschen und da vorne sind noch überall Menschen und das ist sehr aufregend. Aber ich komme langsam runter. Langsam bin ich weniger nervös. Leute, darauf habe ich gewartet. Das ist das. Macht, teste es bitte für mich. Wow! Wow, das ist der pure Wahnsinn. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wow! Eine Sweetie Bar! Nimm dir was, meine Süße. Und die haben euch hier eingebucht dann, oder wie? Okay. Wir haben hier gerade so ein Daumenkino gemacht, da haben wir uns alle hier hingestellt. Dann kann man da so einen Hintergrund auswählen und hier kann man noch so Sachen anziehen. Ich hatte diesen wunderschönen Holy Schein auf. Ich habe keine Schuhe ausziehen musst. Und diesmal, ich bin so alt, ich habe auch, nein, okay. What is it? Goat cheese, auf jeden Fall und rote Beete. Ich fangirle gerade ein bisschen bei der Marvexala und ich liebe sie. Hier kann man Karaoke singen und das machen wir natürlich jetzt, ne? Ja, unbedingt. Aber Heidewitzka. Gibt's die? Nein, ich möchte nur Pommes. Hallo, gibt's das als ohne Fleisch? Siehst du, lass doch mal eben zusammenschmeißen. Ja, wer bezahlt? Ja, wir schmeißen dann zusammen. Wer ich habe kein Geld, ich habe nur Karte. Hm? Das ist nämlich der Fleischautomat. Hier gibt's nur Fleisch. Ich habe irgendwas bekommen, wo alkoholfrei draufsteht. Das ist ein Wiping Wipe. Das ist nicht gut, Ron. Das sieht so gut aus. Ich weiß, hallo, das ist mein. Wow. Finger weg. Aber das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Das ist auch in London. Hallo. Das ist ein ASMR-Video. Wir sind gerade im Bällebecken. Ich war gerade hier so in dem Ballpit und dann gucke ich so hoch und dann habe ich so bekannte Gesichter entdeckt und ich habe heute schon viele bekannte Gesichter entdeckt, aber ich habe deutsche bekannte Gesichter entdeckt. Und so habe ich gerade die liebe Sunny und die liebe Ellie getroffen. Das freut mich voll, weil ich gucke die schon, also Ellie gucke ich schon richtig lange, seit ich mit YouTube gestartet habe und Sunny gucke ich im Moment voll gerne, weil sie einfach eine coole Sau ist. Ja, voll cool. Und jetzt sitzen wir hier so zusammen. Das wäre richtig romantisch. So ganz casual, wie man das halt so macht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt schon Mittwoch. Und gestern ist mein Kameraakku leider leer gegangen. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen was auf dem Handy gefilmt, aber nicht mehr wirklich viel. Aber es war ein sehr, sehr cooler Abend. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich habe so viele Leute kennengelernt und mit so vielen Leuten gesprochen, mit denen ich schon immer mal sprechen wollte. Und ja, es war sehr, 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 sehr cool. Und jetzt habe ich mich schon fertig gemacht. Wir waren gerade schon frühstücken. Und jetzt habe ich meine Festplatte uns eingepackt. Und dann geht es jetzt auch gleich los wieder zurück zum Event. Und dann dürfen wir uns gleich das Spiel anschauen. Aber erstmal gehe ich jetzt zum Nico Zähne putzen, weil ich nämlich keine Zahnpasta mit habe. Und deswegen muss ich jetzt... Muss man jetzt haben was? Oh mein Gott, da kam einfach Wasser raus. Ich bin hier einmal zum Zähneputzen. Das ist London an einem wunderschönen Mittwochmorgen. Regnerisch. Wir haben keine Regenschirme. Ich habe aber die Jacke. Ja, ganz ehrlich, ich will so nicht gewöhnt werden. So, make sure to check all that out. Is currently unknown. As you go through today. Wir haben einfach nur Goodie Bag bekommen und ich wollte mir unbedingt eine Edelstahlflasche kaufen. Jetzt habe ich einfach eine Sims Edelstahlflasche. Ist das nicht super cool?
Ja, voll cool. Und dann ist hier noch so ein klappbarer Strohhalm drin. Warte, die Jasmin packt ihn gerade aus. Wow. Wow. Was ist es? Was ist es? Ein klapperer Strohhalm. Oh mein Gott. Oh, da kommt einfach raus so ein Schnitt. Darf ich mal anpassen? Darf ich mal anpassen? Dann habe ich einen Stift. Sehr schön. Ich habe aber einen schöneren Stift, glaube ich. Was hast du denn für einen? Ich dachte, einen anderen. Eine Sonnenbrille. Wunderschön. Ich glaube, die schenkt mein Bruder. Und noch so einen. Kannst du mal bitte noch mal deinen Becher auspacken? Ich habe genau den gleichen Ugly-Stift. Zeig den Kinderbecher noch mal. Der ist ein Wunder. Sieht einfach aus wie so ein Kindercup. Aber süß. Also schon? Ich glaube, den nehme ich echt mit in den Kindergarten. Also schon schön, aber... Ja. Aber was macht man denn damit? Wow. 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 Amazing. Es ist jetzt ein paar Stündchen später. Auf jeden Fall hatten wir ja vorhin so einen Vortrag, wo uns nochmal erzählt wurde, was alles neu in dem Erweiterungspack ist. Und jetzt gleich um 12 gibt es dann Mittagessen, dann können wir endlich was essen. Das ist so richtig ganz wichtig für Nina. Das, worauf ich mich am meisten freue, ist schon nicht. Seit 8 Uhr heute Morgen reden sie nur noch vom Mittagessen. Ja. Mal so ein Doppelking. Ich dachte mir, ich zeige euch mal ein bisschen die Location. Also das ist ein Nico, das ist ein Jasmin. Hier kann man diese Flipbooks machen, aber ich glaube, das habe ich euch gestern schon gezeigt. Da ist die Capture-Ecke und hier sind People. Many, many people. Oh, hier riecht es nach Essen. Also nach richtigem Essen. Ist ja auch bald soweit, oder? Ja, wir haben 12, glaube ich, oder? Ja, 2 für 12. Also? Also, ab. Machen wir uns mal auf den Weg. Ja. Der Nico geht jetzt eine Runde schwimmen. Ja. Und übrigens? Oh, jetzt habe ich nicht gefilmt, wie du dich reingeschmissen hast. Sag mal, Mann. Sad. Und dieses Schild wurde einfach gestern extra wegen Nico aufgehangen. Er war so hier im Wallpit, davon gibt es auch Bilder, mit einem Drink in der Hand. Und dann kam jemand und hat gesagt, dass er keine Drinks hier drin haben darf. Und dann wurde danach direkt dieses Schild aufgehangen. Voll geil. Hi, wir haben gerade 4:15 und ich bin endlich mal ein bisschen im Hotelzimmer. Wir sind gerade eben von der Location zurückgekommen. Wir durften nämlich das Spiel antesten und aufnehmen. Und Leute, lasst mich euch sagen, ich finde... Ohne Scheiß, das ist die bis jetzt beste Erweiterung. Es gefällt mir so, so gut und die ganzen Aspekte sind so cool, die neu dazukommen. Also ihr könnt euch da wirklich drauf freuen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier eingeladen wurde, sondern ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht, weil ihr wisst ja auch, dass ich immer so ein bisschen kritisch gegenüber den Erweiterungspacks bin. Aber diesmal finde ich es wirklich richtig cool und freue mich riesig, wenn das dann wirklich auch draußen ist und man das spielen kann. Und freue mich dann, was ihr dazu sagt. Ich glaube, ich lege mich jetzt hier einfach ins Bett und esse erstmal was. Ich habe mir Essen gekauft, zeige ich euch sofort. Und gucke vielleicht ein bisschen Vampire Diaries oder so. Ich habe mir ja gerade bei Sainsbury's, heißt das glaube ich, so gefüllte Paprika gekauft. Ich weiß, eigentlich hasse ich das, weil das so viel Plastik ist, aber das mag ich gerne. Und dann noch bei so einem Sushi-Bento-Box-Shop so frisches Sushi. Ich finde, das sieht sehr lecker aus. Das werde ich jetzt noch essen. Und eine Sache kann ich euch noch zeigen. Die ist voll cool. Wir haben nämlich alle so einen Pulli geschenkt bekommen. Und der ist erstmal so weich von innen. Das ist so krass. Oh mein Gott, habe ich schon einen Fleck da drauf? Ach, von meinem Essen. Und hier steht dann so Sims Camp drauf. Und hinten hat er dann auch noch so einen Plumbob. Und das ist so eingestickt, also richtig cool. Ich habe ihn noch nicht anprobiert, aber bei Nico sah er voll cool aus. Okay, ich glaube, die Kamera ist absolut schief. Aber ich wollte euch nochmal ein ganz kurzes Update geben. Wir haben jetzt schon Donnerstag. Und jetzt gleich geht es für mich wieder nach Hause. Ich packe gerade meinen Koffer. Wir haben gestern einfach noch ein bisschen den Geburtstag von Nico reingefeiert. Also wir haben uns was zu essen bestellt. Wir haben das erste Mal Deliveroo benutzt, also sowas wie Foodora. Es ist so geil. Ich wünschte, es gab es in meiner Stadt auch, aber gibt es leider nicht. Ich habe mir ein Burrito bei Chipotle bestellt und ich wollte schon immer mal da essen und das war so lecker. Naja, und dann haben wir einfach noch ein bisschen gequatscht und so. Also Jasmin, Nico und ich, und das war echt richtig cool. Ich habe einen Kaugummi im Mund, deswegen rede ich vielleicht ein bisschen komisch. Ich habe übrigens meinen Sims Camp Hoodie an. Oder Pulli. Und bin voll glücklich. Ja, und packe jetzt meine Sachen weiter und dann geht's gleich ab nach Hause. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr mitgenommen habe. Ich hoffe, der Vlog ist trotzdem irgendwie cool geworden. Ich war einfach komplett überwältigt von all den Eindrücken, die mich hier
ja, erreicht haben. Das ist echt der Wahnsinn gewesen. Und normalerweise gehe ich auch nicht so unter so viele Menschen und lerne so viele neue Menschen kennen. Deswegen ist das für mich ziemlich aufregend gewesen. Aber es war mir eine riesengroße Ehre, hier sein zu dürfen. Also auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an EA. Es war echt der Wahnsinn und London gefällt mir total gut. Jetzt ausgerechnet wird heute das Wetter total schön, nachdem wir gestern so einen regnerischen Tag hatten. Aber mein Flug geht auch erst um 14.45 Uhr, deswegen kann ich vielleicht noch ein bisschen das Wetter genießen oder auch nicht.